Hallo Leute, ja, wir sind wieder in Dwarf Fortress und ich habe da mal geschaut, ne, und habe dann gesehen, hier ist ein Bett, da steht nichts dran, ne, beziehungsweise hier unten steht Permission, Wood, Bett und da ist ein Plus dran. Ne. Und das Plus davor und dahinter sagt uns die Qualität des Bettes. Ich habe es jetzt endlich gefunden, habe das mit Tante Mimi geschrieben und ne, ist ein Sternchen sogar, oder ist ein Plus, ne, ist ein Plus, ne. Das Plus ist jetzt dritte Qualität, ne. Wenn nichts steht, ist die erste Qualität, wenn Minus steht, ist die erste Qualität, das Plus die zweite. Dann kommt das Sternchen, das ist die dritte Qualität. Ne? Das hier ist die dritte Qualität sozusagen. Ne, die vierte ist es dann ja schon. Hier haben wir die erste, zweite Qualität. Jetzt steht er jetzt mitten im Bett sozusagen, dann kann ich das nicht sehen. Das ist auch dritte Qualität. Das hier ist die simpelste Qualität. Ne? Hier haben wir eine vierte Qualität. Oh, das ist die fünfte Qualität, glaube. Genau, drei Striche. Also ist schon ein richtig gutes Bett. Das ist wieder die vierte Qualität. Und das ist die zweite Qualität. Jetzt können wir mal in das Lager noch schauen. Und schauen, ob wir im Lager haben wir ja auch noch Betten gehabt. Hier oben sieht man es sehr schön. Das ist die erste, zweite Qualität sozusagen. Das ist wieder eine hohe Qualität. Das ist mit dem Plus, das ist mit dem Minus, das ist mit dem Sternchen, Asterisk, Plus. Haben wir denn noch eine? Es gibt noch drei höhere. Und ja, da muss ich mal gucken, ob ich das rausfinden kann. Das eine ist so wie so ein Wasserrad, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie das hier aussieht dann. Ja, keine Ahnung. Das ist das schlechteste Bett, was wir haben. Okay, da haben wir das jetzt schon mal mit den Qualitäten geklärt. Und ihr schaut jetzt das Logo und dann gucken wir mal noch auf den Großbildschirm. So, eben war das alles so klein. Ich gehe noch mal kurz rein. Ne? Hier seht ihr vor dem Namen und hinter dem Namen das Minus. Und das ist die Qualität des Bettes. Und hier sehen wir dann mit diesen drei Balken den Nebel sozusagen. Das ist dann eine sehr hohe Qualität. Und jetzt Buckets sind ja in eckigen Klammern. Da kann man, nee, in runden Klammern sind das. Da kann man was reintun. Jetzt, warte, die Wheelbarrows haben wir ja auch gemacht. Da sind ja viele Wheelbarrows drin. Also Schubkarren. Die ist ganz schlecht. Also schlecht ist, ne, plus. Jetzt würde mich gerade interessieren. Es gibt ja noch eine höhere Stufe, wie die angezeigt wird, weil die sehe ich jetzt gerade nicht. Hier ist das Pluszeichen dran. Hier ist ein Minus. Das war der Stein, den werden wir jetzt nicht angucken. Da ist ein Pluszeichen dran. Da ist ein Minus dran. Ein Minus dran. Nix dran. Pluszeichen. Minus. Plus. Nix dran. Minus. Ich glaube, Schubkarren konnte der nicht, ne? Doch, hier Sternchen schon dran. Ja, das ist jetzt schwierig. Plus. Der Stein hat nichts, ist klar. Chestnut Wheelbarrow. Hier ist ein Sternchen. Mich interessiert jetzt gerade mal schnell die höheren Qualitäten noch. Dass ich die sehe, weil da gibt es natürlich. Mission wird Wheelbarrow. Plus. Nix da dran. Ach so, und wenn das ein Unikat ist, dann würde das irgendwie Klaus Meyers Wheelbarrow heißen, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Aber die Masterqualität, die Meisterqualität, die hat noch ein anderes Symbol, was ich jetzt hier nicht finde. Meisterstück macht man ja natürlich auch nicht jeden Tag, ne? Wahrscheinlich wäre da auch eine Meldung gekommen oder sowas, dass er ein Meisterstück kreiert hat. Ich schätze mal, das werde ich hier gar nicht finden. Ne, das sieht so aus, dass das Meisterstück dann auch so ein Unikat mehr ist, ne? Gut, okay, da wissen wir das schon mal. Und jetzt müssen wir weitergucken. Ja, Plump Helmets hatte dann mir geschrieben, das ist ganz wichtig, dass wir die haben, weil da werden wir am meisten mitmachen, weil da wird der Rum draus gebraut. Und dann würde ich sagen, wir haben ja hier noch Fläche, die wir gar nicht ausgewählt haben. Vielleicht sollten wir das mal als Farmplot noch machen. Workshop, Workshop da, Farming und Farmplot. Und das machen wir hier nochmal hin.
Das hat letztes Mal irgendwie gar nicht geklappt hier. Und ja, ist schon wieder weg der Farmplot, weil ich wieder nicht weiß, welche Taste ich drücken muss, damit das macht. Hotkey P wäre das gewesen. Jetzt würde mich echt interessieren. Hotkey P. Hier kann ich P machen, aber. Click an existing stop by to select it. Ist nichts mit P. Keine Ahnung, was da wieder falsch ist. Dann geht das hier auf, wie wir sehen. Hotkey B. Ach so, ich muss erst B machen, den Hotkey. BFP wird das sein. Okay, alles klar. Warte mal, machen wir das weg. BFP. Klickst teilweise. Na, ich glaube, das war es jetzt noch nicht. Ach so, dann sind wir im Pharma Shop erst. W, F, O. Nee. Nochmal, warte mal. B für das Menü. Dann O für den Workshop. Dann F für den Laden. Und dann P für Planplot, ne? So sieht's aus. Ja, dann wissen wir das jetzt. Okay, wir haben das ausgewählt, aber noch nicht gesagt, was da rein muss. Ach, das muss ja auch erst gebaut werden. Dann lassen wir gerade im Moment weiterlaufen. Und ja, wir brauchen aber definitiv noch weitere Farmplots hier hinten. Würde ich noch was gucken, dass wir das hinkriegen, oder? Warte mal, wir haben das jetzt erstmal so. Den will ich jetzt mal gerade so lassen. Dann glaube ich aber, dass es hier sinnig wäre, noch einen Gang daneben zu schmeißen, der hier so lang geht. Keine Ahnung, machen wir bis da. Dann würde ich, ach, weißt du was? Nee, den machen wir einzeln, ist schon okay. Dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir das Radiergummi nehmen und diesen Gang hier einmal wegradieren und den auch. Damit der dann da gemacht wird. Dann lass ihn hier mal gerade weiter basteln. Aber das hatte ich jetzt wieder ausgemacht aus Versehen. Und hier hinten würde ich dann noch mal schauen, dass wir hier noch mal einen Farmplot hinkriegen, ne? Das würde bedeuten, ne, wir müssen erstmal aushöhlen. Der Weg wird 3 breit. Das heißt von hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich würde das erstmal nur so machen, um zu gucken, wie weit das geht. So, aber wo ist der, der hier aufräumen, ausarbeiten soll? Und hier ist definitiv, müssen wir schauen, aber hier soll er ja auch noch was basteln, ne? Aber hier passiert irgendwie nichts, ne? Ist dem die Axt kaputt gebrochen oder was? Oh nee, nicht so machen. So machen. Steuerungstaste drücken, ne? Dann können wir rausscrollen. Wer macht denn hier unsere Arbeiten sag schon, hier zum Aushöhlen? Haben wir nur einen? Alert. Warte, machen wir mal Pause. Pause habe ich gemacht, Tante Mimi. Left click for recenter and expand options. Okay, warte erstmal. Left click for recenter. It is so now summer. Okay. Left click for recenter, accept options, right click, tourist. Castela heißt become a Bookkeeper. Aha, jetzt haben wir den Bookkeeper schon mal. Also einer zählt jetzt hier ordentlich. Left click for. Achso, das muss ich nicht immer lesen. There is nothing to catch in the northern swamps. Zweimal. Gut, weg damit. A human caravan from Ormon has arrived. Okay. Ah, nee, jetzt kein Squad. Jetzt war das mit dem Dingens wieder so weit. Escape. Nicht Escape. Squad weg hier, das will ich jetzt gerade nicht. Ah, jetzt sind wieder die Pfeiltasten anzusprechen. Gut, das heißt, jetzt kommt hier eine Karawane rein. Das ist schon mal gut, dann kommen die hier hin. Das heißt, ich brauche no traders needed at the broker requested to broker requested to Depot. At Depot. Ja, den brauchen wir jetzt, damit die, wenn die da sind, ne? Oder brauchen wir noch nicht. Erstmal
Einen Moment dauert es noch, denke ich. So. Wie sieht es denn mit unseren Armor-Stents eigentlich aus? Die haben wir alle reingemacht, ne? Das ist wohl. Ne, warte, die Qualität sehe ich hier unten. Nichts Tolles. Das ist ein Minus dran, ne? Und das ist auch nichts Tolles. Und hier. Das ist auch nichts Tolles. Auch nichts Tolles. Und auch nichts Tolles. Gut. Das ist geklärt. Die sitzen. Oh, ich habe schon wieder die Pfeiltaste genutzt. So, die stehen hier doof rum und tun nichts, ne? Das ist das Schlimmste. Wieso hat da einer seine Hose auf dem Bett liegen lassen? Geht das denn so? Okay, der hat ein Top-Bett natürlich, ne? Und hier schläft. Ach, hier ist ja noch eine Schlafkammer. Da können wir nochmal gerade gucken nach den Qualitäten des Betts. Eischen. Nochmal, aber Minus. Hier ist ein Sternchen. Nix. Ja, hier ist Top-Qualität vom Bett. Kann ich hier jetzt das Bett irgendwie auch anklicken? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir jetzt geschafft? Wo sind wir jetzt hingesprungen? Oh oh, warte, F1 ist immer die Rettung. Mit F1 springt der mal in die Heimatbasis, wo der Wagen zuletzt war. So, nochmal das Ganze. Also hier ist ein Schlafraum, aber hier ist die Baracke. Hier könnt ihr ja drinnen schlafen, das ist ja auch alles kein Problem. Population haben wir 14, 3 sind davon happy. Der schlechteste einen haben wir hier, der mies drauf ist. Naja, müssen wir mal gucken. So, die kommen hier hin. Hier ist ja schon knapp am Gelände und da ist gar nichts von. Ja, wäre schön, wenn hier einer weiter aushöhlt. Das müsste auch einer wegräumen, ne? Dafür brauchen wir ein neues Lager. Aber das Lager soll hier eigentlich auch erstmal gebaut werden. Das passiert auch gerade nicht. Ich lasse mal weiterlaufen, damit hier was passiert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ist das denn mit den Nestboxen? Ich habe jetzt aber keinen hoch und runter gemacht. Warum ist das jetzt hier so andersfarbig? Okay, Samurai ist gekommen und der ist der Bookkeeper geworden. Und hier ist die Karawane gekommen. Ah, die packen gerade aus. So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Broker. So. Der ist auch, glaube ich, schon da. Das ist unser Broker, ne? Halsey. Expeditionsleader. Mega Study. MIGA, oder wie heißt das? Manager. Military Command Manager. Steht hier auch was von Nowitze. Naja. Organizer, Upriser, Carpenter, Brewer, Herbalist. Okay, das heißt, ich glaube, da kommt gleich irgendwann die Meldung, ne, oder? Das ist hier, das sind Menschen, die da was gebracht haben jetzt. Die packen aber auch gerade erstmal aus. Ich glaube, das ist jetzt erstmal alles noch gut. Was machen wir jetzt als nächstes? Eigentlich würde ich jetzt gerne den Handel mit denen betreiben. Aber ich glaube, das Spiel hält auch dann anderen, oder? Ah, hier sind jetzt rote. Was ist das denn? Farmplot, Sweetpots sind die roten. Die blauen sind die Dimple-Cups, ne? Ja. Hier haben wir Plump Helmets, ja. Achso, die Dingen sind fertig. Warte mal, dann lass uns hier noch. Und Plump Helmets, ne? Ja, das heißt, den Farmplot müssen wir hier mal bearbeiten. Plump Helmets. Plump Helmets. No Seeds, das ist schlecht. Das heißt, wir wissen schon mal, was wir bei den Händlern gleich kaufen werden. Und es sind keine Migranten diese Saison gekommen. Okay, weil wir vielleicht keine Betten haben oder so. Keine Ahnung. Ja, da müssen wir mal schauen, was die mitnehmen können hier, ne? Ja, das wissen wir schon. Wann geht's denn hier los? Sind die Sachen von denen da links und unsere Sachen sind rechts? Move from to, ne? Diese Coppermill-Shirts, ne, das ist auch so ein Problem. Die müssen wir auch noch gleich machen.
Barrels brauchen wir selber. Betten, da hätten wir wahrscheinlich sogar welche über, wenn. Body Parts. Bring die da mal hin. Eimer brauchen wir nicht. Chains brauchen wir selber. Handwear. Legwear. Locks. Nehmen die sowieso nicht mit wahrscheinlich. Stones brauchen die auch nicht. Tools. Messbox behalten wir. Wheelbarrows sind jetzt hier angesagt. Also erstmal die ganz schlechte Qualität, die schicken wir erstmal raus hier, ne? Und die mit dem Minus können da auch noch raus. Ich weiß aber nicht, ob die die alle mitnehmen. Wahrscheinlich können die alle gar nicht tragen, oder? Oder sind bestimmt Klappschubkarren. Haben wir ja extra welche zum Verkaufen fertig gemacht eigentlich, oder? Machen wir die eigentlich immer noch? So, und dann haben wir noch Asian Wheelbarrows. Da ist was drin, dann können wir diesen nicht verkaufen. Obwohl, könnte man auch, ne? Dann ist der Stein wahrscheinlich weg, der da drin liegt. Keine Ahnung, warum jetzt hier eine Nummer 7 steht. Wahrscheinlich in Lager Nummer 7, ne? Dann lassen wir die mal da. Weil hier ist ja auch Lager Nummer 3 drin, ne? Ich glaube, die sind jetzt alle über, die wir hier haben. So, Waffen haben wir keine, oder? Copper Pick und Copper Battle Axe, okay. Und Tools machen wir bei den Wheelbarrows, haben wir. Ich glaube, das ist erstmal alles, was wir haben. Wir haben noch gar keine Kinkerlitzchen gemacht, oder? So, Trade. Ach so, wir können den gerade mal zwei davon verkaufen oder so. Oder sind noch nicht mehr da? Ja, die bringen die da erst alle rein, ne? Also dann lass die da noch ein paar reinbringen, damit wir das machen können, oder? Kommen noch welche? Sieht so aus, als ob noch was reingebracht wird. Noch mehr, ich glaube, es kommen noch mehr. Ne? Werden noch welche geholt? Ja, sieht so aus, als ob noch mehr geholt werden. Also, lass uns erstmal reingucken jetzt hier. Jetzt geht Trade nicht mehr, oder was? Jetzt haben wir es verbaselt, glaube ich. Man kann nur einmal Trade drücken. Jetzt geht's aber wieder. Glück gehabt. So, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr das alles kriegen. Hier, zack, alles. Accessed Wide. Trade Profit. Volume. Ne, Value. Hier, dieses Sternchen hier, was ihr hier seht. Das ist das Masterpiece-Zeichen. So, die sind ja jetzt alle schon mal ausgewählt. Kann ich irgendwo sehen, dass der überladen ist oder sowas? Ich glaube nicht, oder? So, was wollen wir denn? Metal Bars oder sowas brauchen wir nicht. Glas brauchen wir nicht. Seile brauchen wir nicht. Können wir selber, glaube ich, machen, oder? Können wir die selber machen? Ne, wir haben keinen Seilmacher. Warte mal, White ist 2 und hier unten ist. Ich glaube, das ist zu viel, ne? Kann das sein? Die sind schon überladen, ne? Lass uns mal was wegnehmen.
Kriegen nur die ganz schlechten jetzt, ne? Die sind leider nicht mit dem Wagen gekommen, ne? Also Traders Profit ist ja schon mal schön, ne? Wie viel können wir denn hier loswerden noch? Weil das erscheint mir hier mit dem Orange, dass es dann Übergewicht ist, oder? Ich guck das mal gerade. Wahrscheinlich kann ich nur zwei Chipkarten verkaufen oder so. Nee, hat da gar nichts mit zu tun, glaube ich. Oder doch? Loud White 8. So, 2, 4, 5 Schubkarren kannst du verkaufen mit 150 Geld. Ich glaube, das war jetzt gerade nichts, ne? Die hätten auch mal. Entschuldigung, Frosch im Hals. Die hätten auch mal einen Wagen mitbringen können, ne? So, jetzt ist nur die Frage: Kann man hier suchen? Haben die Plump Helmets mit? Da ist Großschrift an, ist das immer so? Wohl nicht. Aber wenn die so Steine mit haben, vielleicht müssen wir die Steine wegkaufen, damit die mehr mitnehmen können, ne? Ja. Nee. Ich bin immer noch da oben drin am Blinken, deswegen. Ja. Jetzt kann ich, glaube ich, scrollen, ne? Ja. So, Bars? Nein. Stones? Nein. Chains. Trader Profit. Guck mal, das kostet 40. Guck mal, das kostet schon mal, das können wir es auch wegschmeißen, ne? Haben wir denn hier eine Karre, die mehr Geld wert ist wie die anderen? Also die einfache kostet 50, die teure 58. Also das war jetzt kein Geschäft. Aber hier, wenn wir den dieses abkaufen, ne? Dann können wir den ein paar Karren mitgeben. Contains one item. Blue Jay. Ist ein Weibchen. Vielleicht nehmen wir den mal mit. Dann können wir hier, da guck mal, dann. Oh. Oh, hier ist ein Schwein dran. Das nehmen wir auch. So, und dann kann er jetzt hier noch ein paar Dingens haben, sag schon. Ein paar Schubkarren. Aber nächstes Jahr kommt er nicht wieder, weil Schubkarren will er nicht, ne? Warte mal, lass mal alles anklicken, ne? Kann doch mitnehmen. Und sein Profit sieht noch grün aus. Aber das passt so. Barrels, da sind Sachen drin, ne? Sag jetzt, hier sind Kartoffeln drin. Ich nehme die mal raus, die Kartoffeln, und guck, ob da wirklich. Ne, warte mal, das nicht, sondern wir nehmen Rice Beer. Bier trinken sie ja gerne, ne? Karottenwein. Und Potato Wein. Aber das, ach, das ist auch. Wein, alles Wein, ist gut. Kopperspear. Ja, vielleicht sollten wir hier noch so eine Pickaxe mitnehmen, ne? Aber die kostet so viel. Noch ist das grün, vielleicht ist das ja gut. Ein Schwert. Ja, hier dieses Dingens, ne? Vielleicht kriegen wir noch was raus hier. Emerald Dieback. Sind da Emeralden drin? Keine Ahnung. Könnte sein, ne? Bins. Da ist Stoff drin in dem Bin. Und hier ist Leder in der nächsten Kiste. Da ist wieder wohl Stoff drin. Kommen die auch schneller?
Kann man hier, ja, hier kann man seitenweise klicken. Amulett brauche ich nicht, Pfeile brauche ich nicht. Fleisch, wir haben kein Fleisch, ne? Sorry. Da sind 5 von drin, ne? Herz, okay. Komm, nehmen wir hier mal Alpaka-Meat mit. So, Fisch haben wir auch noch da, aber der fängt an zu stinken, ne? Pflanzen, hier sind jetzt Pflanzen. Süßkartoffeln haben sie da. Leaves and Fruits. Früchte, alles Leaves. Strawberries, komm, die nehmen wir nochmal mit. Noch mehr Leaves and Fruits, noch mal mehr größere Unterteilung. Fäden, Hosen, Rüstungen dann, Leggings, Rucksäcke. Backpack ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Spiked Ball, okay. Käse. Nehmen wir mal 3 Stück mit. Crutches, brauchen wir nicht. Scrolls. Sheet ist leider hat er keine Samen mit. So, jetzt sind wir da, so weit. Komm, die anderen beiden kriegst du auch noch mit. Dann sind wir den Müll los, auch wenn wir kein Geld dafür kriegen. Die Wheelbarrows sind alle angehakt. Und so wie es aussieht, können wir das vielleicht alles tauschen. Und dann Trade, oder? So wie es aussieht, hat er das gemacht. Ja, unsere Sachen sind weg und die anderen Sachen liegen jetzt wahrscheinlich da drinnen. Ich glaube, das war jetzt nicht schlecht für uns, oder? Gut. Okay. Aber wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf allen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Was gab's denn hier? Stray Doe Rabbit has given birth to a bunny. Ah, wir haben Nachwuchs gekriegt. Ein kleines Häschen. Alles klar, bis dann. Ciao.